herzlich willkommen in meinem Musikzimmer. Jetzt spielen wir den zweiten Teil von Es ist ein Ros entsprungen. Wir beginnen im Takt 9 nach der Pause. Ihr habt die Noten? Wir fangen an. Das sind die beiden letzten Zeilen. Wir beginnen hier mit der Pause. Spielen bis hier. Dann wieder einen Abschnitt bis hier. Und dann den Rest. Also Auftakt zu Takt 11. Fangen wir an. Wir beginnen Auftakt zu Takt 11. Die rechte Hand spielt FA mit 4-2. Mit 2-4 von unten nach oben. D, G, C, E, C, F, H, D und C. Nochmal, F, A, D, G. Werden die
Abstände in der linken Hand sehr groß. Deshalb nehme ich manchmal, zum Beispiel jetzt, ist das C mir vom A links zu weit weg, darum spiele ich es rechts. Aber die Oktave B, das klappt wieder. Und C, A geht auch. Und beim letzten Akkord nehme ich das A in die rechte Hand. Ich spiele nochmal langsam Auftakt zu Takt 11. Das war der zweite Teil von Es ist ein Ros entsprungen. Ich hoffe, meine kleine Spielhilfe hilft euch. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall Happy Playing und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.